Hallo, ich bin Hans-Peter Zimmermann, Privatpilot für Helikopter und Flächenflugzeuge. Am 14. Dezember 2017 kam der Mann, den man Bäderkönig nannte, als Passagier eines Businessjets ums Leben. Wer der Bäderkönig war und warum zwei erfahrene Piloten die Kontrolle über ihr Flugzeug verloren haben, über ihren modernen Jet, das werden wir uns gleich anschauen, aber vorher wie immer unser gemeinsamer Blick aufs Leben. In meinen Seminaren für Persönlichkeitsbildung, die ich seit 1989 durchführe, habe ich immer am Anfang den Satz gesagt, ich werde euch nicht erzählen, wie das Leben funktioniert, denn ich weiß es nicht. Ich kann euch lediglich erzählen, wie ich glaube, dass mein Leben bis jetzt funktioniert hat. Und wenn ihr das eine oder andere gut findet, respektive wenn es irgendwo Klick macht, dann übernehmt es nicht einfach blindlings, sondern geht mit dieser Hypothese mal ein paar Wochen oder Monate durchs Leben und schaut, ob es eure Lebensqualität verbessert. Und wenn ja, dann behaltet es eben bei. Aber vergesst bitte nie, dass es sich nur um eine Hypothese handelt und kommt nicht auf die Idee, das als die allein selig machende Wahrheit zu verbreiten. Ich halte es also mit dem griechischen Philosophen Sokrates, ich weiß, dass ich nichts weiß. Und deshalb bin ich umso erstaunter, wie gewisse Kommentatoren ihre Weltsicht als die absolute Wahrheit verbreiten. Und das gilt sowohl für religiöse Fanatiker, für Jesus-Folkloristen, wie auch für missionierende Atheisten, die glauben, dass sie etwas Besseres sind, nur weil sie noch nie die Erfahrung einer höheren Dimension gemacht haben. Ich war zum Beispiel noch nie in Australien. Behaupte ich deswegen, dass es Australien nicht gibt? Ich habe die Erfahrung Australien bis jetzt nicht gemacht und trotzdem weiß ich, dass es Australien gibt. Und wenn jemand einfach sagt, ja, ich habe noch nie eine Gotteserfahrung gehabt, deswegen gibt es Gott nicht, überlegt mal. Ja? Diese Leute bezeichnen sich ja in der Regel als Logiker. Also überlegt bitte mal, verwendet diese Logik mal, um dahinter zu kommen, dass es einfach sehr, sehr unbescheiden ist, um es ein bisschen harmloser auszudrücken. Sehr unbescheiden und das Gegenteil von demütig ist, wenn man behauptet, man wisse, wie alles läuft, man kenne die ganze Wahrheit. Das gilt, wie gesagt, auch für die Religionsfolkloristen. Ich bin kein ungläubiger Mensch, aber ich kann es nicht haben, wenn man diese Jesus-Folklore betreibt und glaubt zu wissen, wie das da oben läuft. Ja? Wenn ihr wirklich glaubt zu wissen, wie das da oben läuft, dann schwingt ihr euch ja quasi darüber. Also das heißt, ihr schaut ja runter auf Gott und Jesus und wie die alle heißen und glaubt tatsächlich, das durchblickt zu haben, anstatt die Demut, die euer Gott euch lehrt, anstatt die Demut zu üben und zu sagen, ist eine Hypothese, mir hilft's, aber ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, was Wahrheit ist. Der britische Zellbiologe Rupert Sheldrake wird belächelt, weil er die Existenz von sogenannten morphogenetischen Feldern propagiert, aufgrund von Erfahrungen, die er eben gemacht hat. Die Skeptiker sagen, so etwas habe ich noch nie gesehen, also gibt es das nicht. Mit dieser Haltung ist es gar nicht möglich, eine neutrale Studie durchzuführen. Mit anderen Worten, ein Mensch, der sich Skeptiker nennt, aber in Wahrheit ein Dogmatiker ist, der wird mir ja nur beweisen wollen, dass sein Dogma richtig ist. Das ist nicht Wissenschaft, sondern Starrsinn. Wenn ich mir etwas wünschen darf, dann ist es ein bisschen mehr Bescheidenheit in meiner Community. Und dass sich diejenigen, die wissen oder verstehen, was ich hier sagen will, sich ein bisschen mehr zu Wort melden. Ich bin nämlich ziemlich sicher, dass die in der Mehrheit sind, sonst wäre mein Kanal nicht so populär. Und ich werde ihn weiter betreiben, solange ich sicher sein kann, dass nicht nur meine Informationen zum Thema Flugsicherheit gehört werden, sondern die genauso wichtigen Denkanstöße in Bezug auf das Leben. Immer im Wissen, dass es sich um Hypothesen handelt und niemals als die allein selig machende Wahrheit. Und jetzt zu unserem heutigen Fall. Josef Wundt starb 3 Tage nach seinem 79. Geburtstag als Passagier des Businessjets eines österreichischen Luftfahrtunternehmens. Josef Wundt war der Sohn eines Pferdekutschers in Mariabrunn bei Friedrichshafen und absolvierte zunächst eine Maurerlehre,
Auf dem zweiten Bildungsweg studierte er später Architektur und Bauingenieurswesen. Im Alter von 27 Jahren realisierte er in Friedrichshafen die Messehalle 1. Das war damals die größte freitragende Gasbeton-Hängedachhalle der Welt. Mitte der 1990er Jahre begann er den Bau der Therme Erding und wurde als Bäderkönig bekannt. Weitere Freizeitbäder, an denen Wundt beteiligt war, das Badeparadies Schwarzwald in Titisee-Neustadt, die Therme Euskirchen und die Thermen- und Badewelt Sinsheim. Am 14. Dezember 2017 wollte Josef Wundt, der seinen Lebensmittelpunkt in Friedrichshafen hatte, mit dieser gecharterten Cessna 510 Mustang zu einem Geschäftstermin nach Frankfurt fliegen. Um 8.51 Uhr startete das Flugzeug auf dem Flughafen Friedrichshafen mit Ziel Frankfurt-Egelsbach. In Friedrichshafen lag zu dieser Zeit gemäß Auskunft der Wetterdienste etwa 5 cm Neuschnee. Dieser Flug verlief ohne Zwischenfall. Um 17.43 Uhr startete die Mustang in Egelsbach für den Rückflug nach Friedrichshafen. Ich habe im Flugsimulator die Zeit ein bisschen zurückgedreht, denn sonst würden wir überhaupt nichts sehen, denn um 17.45 Uhr ist es im Dezember bereits dunkel. Die für die Flugvorbereitung zur Verfügung stehenden Informationen zeigen, dass auf der Flugstrecke Egelsbach-Friedrichshafen signifikante Wettererscheinungen, hauptsächlich in Form von Schauern mit Regen und Schnee sowie einzelne Gewitter, zu erwarten waren. Zusätzlich prognostizierte die Significant Weather Chart, die SWC-Karte, südlich der Donau ein großes Niederschlagsgebiet mit Regen oder sogar Schnee. Für die gesamte Flugstrecke wurden im Advanced Diagnosis and Warning System for Aircraft Icing Environments Vereisungsbedingungen erwartet. Für Friedrichshafen wurden allerdings keine Probleme gemeldet für das ILS, also für den ILS-Anflug, den Anflug nach Instrumenten. Die tatsächlich eingetroffenen Flugwetterbedingungen stimmten mit den Prognosen überein für die erste Hälfte des Fluges. In der zweiten Hälfte sah es ein bisschen anders aus. Mittlerweile gab es eine Flugplatzwarnung für Friedrichshafen, und zwar hieß es da, es werde vor böigem Südwestwind gewarnt. Gegen 18.05 Uhr Lokalzeit flog die Maschine in das Niederschlagsgebiet über dem Südwesten Deutschlands ein. Auf Flight Level 150, also auf 15.000 Fuß, betrug die Außentemperatur etwa minus 20 Grad. In Schichtwolken mit Niederschlag am Boden musste in einem Temperaturbereich zwischen 0 und minus 40 Grad mit leichter bis mäßiger Vereisung gerechnet werden. Schließlich erreichte die Mustang gegen 18.12 Uhr in einer Flughöhe von etwa 7.000 Fuß einen Bereich mit stärkerem Niederschlag. Die Lufttemperatur war in dieser Höhe bis auf etwa minus 5 Grad angestiegen. Ab dem Einflug in den Wolkenbereich musste mit starker Vereisung gerechnet werden. Wie gesagt, ich habe die Zeit im Flugsimulator ein bisschen zurückgedreht, damit wir überhaupt was sehen, sonst wäre es nämlich dunkel. Für einen IFR-Flug, also Flug nach Instrumenten, überhaupt kein Problem. Und auch für Vereisung wäre dieses Flugzeug bestens ausgerüstet gewesen. Aber die Ausrüstung ist das eine, die korrekte Bedienung das andere. Und das Erkennen von Vereisung und die korrekte Reaktion darauf ist nochmals ein anderes Paar Schuhe. Ich werde nachher allen Piloten, die in Vereisungsbedingungen fliegen müssen, ein paar Tipps geben. Aber vorher schauen wir uns doch den genauen Flugverlauf an. Um 17.59 Uhr befindet sich die Foxtrot Whiskey Delta nordwestlich von Stuttgart und sinkt auf Flight Level 170. Um 18.01 Uhr westlich von Stuttgart bekommen die Piloten die Anweisung, auf Flight Level 150 zu sinken. Um 18.03 Uhr wechseln die Piloten auf die Frequenz von Swiss Radar. Dort bekommen sie die Anweisung, auf Flight Level 110 zu sinken. Nochmals für die Laien, Flight Level 110, zwei Nullen dranhängen, dann hat man die Höhe in Fuß. Warum sagt man Flight Level? Weil man in größerer Höhe das QNH, das QNH, also den Luftdruck auf die Standard, auf den Standardluftdruck setzt, nämlich 1013 Hektopascal. Um 18.05 Uhr wechseln Sie auf Zurich Arrival. Dort wird Ihnen das ILS Runway 24 in Friedrichshafen angekündigt. Also das Instrumentenlandesystem der Piste
2-4 muss ich sagen, sonst werden die Deutschen und Österreicher wieder wahnsinnig. In der Schweiz sprechen wir eben, wenn wir nicht am Funk sind, ganz normal und sagen 24. Für die aviatischen Laien nochmals, ILS steht für Instrument Landing System. Das besteht aus zwei Funksignalen, die das Flugzeug vertikal und horizontal auf die Landebahn führen sollen. Mit Hilfe dieses ILS können entsprechend ausgerüstete Flugzeuge sogar mit dem Autopiloten gelandet werden. Die sogenannte Auto-Land-Funktion. Um 18.06 wird dem Flugzeug ein Heading von 140 Grad und Sinken auf Flight Level 90 zugewiesen. 18.10 Sinken auf 6000 Fuß, 18.11 Sinken auf 5000 Fuß, 18.12 Sinken auf 4000 Fuß, Heading 150, 18.13 Anweisung von Zurich Arrival, Heading 215, also 215. Report established. Letzteres bedeutet, dass die Piloten melden sollen, wenn sie auf dem ILS, auf dem Instrumentenlandesystem etabliert sind, also den Localizer, das ist die horizontale Führung, und den Gleitpfad, das ist die vertikale Führung, tatsächlich sichtbar ist auf ihren Instrumenten. Diese Anweisung wurde von der Besatzung korrekt zurückgelesen. Es war die letzte Funkübermittlung der Oscar Echo Foxtrot Whiskey Delta. Der Radarlotse in Zürich beobachtete, wie das Flugzeug die Anfluggrundlinie, also den Localizer, leicht überflog und dann stark zu sinken begann. Um 18.14 Uhr berührte die Mustang westlich von Waldburg den Wald und flog anschließend mit hoher Geschwindigkeit in einem flachen Winkel in ein weiteres, etwa 1000 Meter entferntes Waldgebiet. Dabei wurden die beiden Piloten und der Passagier Josef Wund, der Bäderkönig, tödlich verletzt. Ich könnte euch jetzt des Langen und Breiten erzählen, was alles der Reihe nach ausgeschlossen wurde, aber ich komme lieber gleich zum Punkt. Die deutsche Untersuchungsbehörde BFU kommt zu diesen Schlussfolgerungen. Der Flugunfall war auf einen plötzlichen Kontrollverlust über das Flugzeug in Wolken beim Eindrehen für den Anflug auf Friedrichshafen bei Nacht zurückzuführen. Wahrscheinlich beigetragen hat das frontale Wettergeschehen mit leichter bis mäßiger Turbulenz, Schneefall und Vereisung. Gesicherte Ursachen für den Kontrollverlust konnten aufgrund fehlender Informationen über die Ereignisse an Bord des Flugzeugs nicht ermittelt werden. Aus diesem Grund empfiehlt die BFU auch, dass für Flüge dieser Art ebenfalls Flugdatenschreiber und Cockpit-Voice-Recorder vorgeschrieben sein sollten, wie das bei Airlinern bereits seit vielen Jahren der Fall ist. Das Flugzeug verfügte nicht über servogesteuerte Querruder, hatte lediglich De-Ice-Boots und flog wahrscheinlich unter Nutzung des Autopiloten. Dass der Autopilot bei der Landung verwendet wurde, konnte man nicht etwa aus dem Wrack schließen, das war zu sehr zerstört, sondern die Behörden schlossen das aus der Tatsache, dass der Localizer auch bei früheren Flügen schon öfter überflogen wurde. Die IFR-Piloten werden da wahrscheinlich Bescheid wissen, warum man das daraus schließen kann. Ich kenne mich mit IFR natürlich zu wenig aus. Wenn jetzt aufgrund der Vereisung der Autopilot überfordert wird, dann schaltet er sich automatisch aus. Und das könnte auf dieser geringen Höhe die Piloten natürlich überfordert haben. Auch wenn da gewisse Unsicherheiten in Bezug auf die Unfallursache bestehen, gibt mir das doch Gelegenheit, etwas über Vereisung zu sagen. Wohlverstanden, das soll keine Lektion sein. Ich bin nicht Fluglehrer, ich bin nicht qualifiziert dafür, aber ich kann euch ein paar Hinweise geben, worüber ihr euch schlau machen solltet, wenn ihr in Vereisungsbedingungen fliegen müsst. Natürlich müsst ihr erstmal sicherstellen, dass euer Flugzeug überhaupt zugelassen ist für Vereisung. Und wenn nicht, lasst es bitte bleiben. Und wenn ihr nicht müsst, lasst es bitte auch bleiben. Aber Berufspiloten haben da leider selten die Wahl. Also, sorgt bitte erstens dafür, dass ihr über die verschiedenen Arten von Eis Bescheid wisst. Kennt ihr den Unterschied zwischen Klareis, Raueis und Reif? Wisst ihr, unter welchen meteorologischen Bedingungen sie auftreten und was sie am Flugzeug bewirken? Zweitens, denkt daran, dass die Stallwarnung bei Vereisung eventuell nicht funktionieren könnte. Auch ein beheiztes Strömungsabrisswarnsystem ist keine Garantie. Drittens, ein vereistes Flugzeug kann im Reiseflug noch gut funktionieren, gerät jedoch beim Verlangsamen früher in den Strömungsabriss.
Viertens, kennt ihr den Unterschied zwischen Tailstall und Wingstall, also Strömungsabriss am Heck und Strömungsabriss am Flügel? Wie man die beiden unterschiedlichen Arten von Strömungsabriss erkennt und wie man darauf reagieren muss. Wer auch nur bei einem dieser Hinweise leer geschluckt hat, sollte entweder das Fliegen in Verreisungsbedingungen ganz bleiben lassen oder sich möglichst rasch zu diesem Thema schlau machen. Wer gut Englisch kann, zum Beispiel mit diesem Video, das die FAA zusammen mit der NASA herausgegeben hat. Wer jetzt denkt, naja, Josef Wundt hat mit seinen 79 Jahren sein Leben wahrscheinlich gelebt, der darf bitte nicht vergessen, dass auch die beiden Piloten ums Leben gekommen sind. Sie waren 45 und 49 Jahre alt und das gilt in unseren Breitengraden als zu früher Tod.